Es gilt zunächst einmal eine Frage der Verfahrensweise zu klären und die lautet: Wie wünscht mein Gegenüber im Verlauf unseres Gespräches angeredet zu werden? Nach meiner Kenntnis gibt es dazu mindestens zwei Möglichkeiten. Ich könnte im schlichten Zivildeutsch sagen, Herr Müller, aber es bietet sich auch die militärische Formel, Herr Major oder Major Müller an. Ich bitte, dass Sie selbst die Entscheidung treffen. Das ist Ihnen überlassen. Ich werde als Major angeredet. Das ist bisher so üblich gewesen. Ich respektiere das. Darf ich Sie fragen, wo Sie diesen Dienstgrad erworben haben? Entstammt er der deutschen Wehrmacht? Oder? Nein, nein, nein. Ich habe diesen Dienstgrad im Kongo bekommen, und zwar im Januar 1965. Im Kongo? Ja. Da steht zu vermuten, dass Sie auch Inhaber der kongolesischen Staatsbürgerschaft sind. Nein, nein, ich habe noch den deutschen Pass. Ich habe nur im Kongo als Offizier Dienst gemacht. Den Pass der Bundesrepublik? Richtig. Ja. Major Müller, Soldaten und Offiziere gibt es auch hierzulande. Ich meine Soldaten und Offiziere Richtig. Aus Passion. Ja. Welche Ziele vertreten Sie, dass Sie sich unter fremde Fahnen begeben haben? Ja, ich möchte sagen, das fing an, als ich 1950 zu den Dienstgruppen der Amerikaner in der Bundesrepublik kam. Ich wurde dort Oberleutnant. Und diese Aufgabe gerade innerhalb der amerikanischen Streitkräfte hat mich außerordentlich belebt. Und ich habe viele Interessen gefunden, die ich in einer deutschen Armee, die es damals ja noch gar nicht gab, gar nicht verwirklichen konnte. Ich interessiere mich besonders für den Revolutionären Krieg, für den modernen Krieg. Und ich fand eine Möglichkeit gerade innerhalb der amerikanischen Streitkräfte. Auf diese Einzelheiten, Major Müller, wollen wir noch zurückkommen, die in der Nachkriegszeit liegen. Ja. Zunächst einmal bleibt der Tatbestand, dass Sie als deutscher Staatsbürger unter fremder Fahne Dienst tun. Richtig. Würde es Sie verletzen, wenn man diesen Dienst als einen Söldnerdienst bezeichnen würde? Ah, das möchte ich nicht sagen. Was ist denn schon Söldner? Der Begriff Söldner ist sehr schlecht, finde ich. Man wendet ihn auch auf die Südvietnamesen an, die ja doch für ihr Vaterland kämpfen, die allerdings von Amerika bezahlt werden. Das heißt immer die Söldner. Sie kämpfen für ihr Vaterland oder für eine bestimmte Richtung, die sie politisch vertreten. Und dasselbe tue ich auch im Kongo. Ich habe den Westen, die westliche Freiheit oder unsere westliche Ideologie im Kongo verteidigt. Herr Müller, eine sehr direkte Frage. Kann man davon sprechen, dass es sich in Ihrer Person um eine weltbekannte Persönlichkeit handelt? Immerhin können Sie für sich in Anspruch nehmen, dass eigentlich die Weltpresse in allen Sprachen über Ihre Tätigkeit im Kongo berichtet hat. Allerdings, von Peking bis Washington. Drückt sich dieses weltweite Interesse vielleicht auch in bestimmten Namensgebungen aus? Können Sie auf bestimmte Namen verweisen, mit denen man sie heute belegt? Ja, in Deutschland sagt man der Komü, der Kongo Müller. Können Sie das entschlüsseln? Ja. Kongo Müller, nicht? Der Kongo Müller, ja. Ja. Mhm. Aber sonst könnte ich nicht sagen. Der Major Müller ist in Belgien bekannt, in Frankreich bin ich sehr bekannt und auch die amerikanische Presse hat viel gebracht. Im Kongo kennt mich auch jeder. Major Müller weiß jeder, wo er steckt. Sie brauchen nur schreiben, Major Müller, Kongo, kommt immer an. Ein Begriff also. Ein Begriff, ja. Ja. Major Müller, vielleicht ein paar Fragen zur Person, wenn ich darf. Könnten Sie in aller Kürze, in aller gedrängter Form etwas zu Ihrem Leben erzählen? Wann sind Sie geboren, wo, in welcher Familie, also das Übliche? Da ist schon so viel geschrieben worden. Und was soll man da sagen? Ich bin Jahrgang 1920, einer der Jahrgänge, die im Kriege verheizt wurden, wie man so sagt. Und ich bin Preuße, in der Mark Brandenburg geboren. Und ich habe meine Jugend im Internat verbracht, in Goldberg, in Friedland. Ich bin dann am Arbeitsdienst gewesen. Ich war 1939 bei der Wehrmacht bis 1945. Darf ich zwischenfragen, welcher Familie Sie entstammen? Vater? Mein Vater ist 1942 gefallen, aber Oberstleutnant in der deutschen Wehrmacht und hat dann anschließend ist in Russland beerdigt worden. Ja, was Sie selbst anbetrifft, so sind Sie meines Wissens im Zweiten Weltkrieg auch von der ersten Stunde an dabei gewesen. Ja, ich bin 1939 an der schlesisch-polnischen Grenze
das erste Mal im Einsatz gewesen, da habe ich meine sogenannte oder auch Feuertaufe erlebt. Nicht? Das war harmlos, eine Kanone hat ein paar Mal geschossen, das war alles. Später hat sich das natürlich während des Krieges ganz schön verdichtet, dieses Feuer, besonders in Russland. Bleiben wir noch einen Augenblick beim Überfall auf die Sowjetunion, denn es war doch wohl ein klarer Überfall. Richtig. Ich habe Tage vorher schon an der russischen Grenze jede Nacht meinen Beobachtungsstand besetzt. Und am Tage habe ich mich als ein polnischer Bauer verkleidet und bin an der Straße am Ufer auf und ab marschiert und habe mir die andere Seite drüben angesehen, wie mein Kommandeur auch. Wir haben uns also schon etwas mit dem Gelände vertraut gemacht. Herr Major, wenn ich diese Maskerade am Vorabend des Feldzugs von 1941 bedenke, dann darf man ja vielleicht sagen, dass Sie einer der ersten Pioniere des verdeckten Kampfes gewesen sind. Vielleicht hat mich das schon etwas angeregt zu dem, was ich jetzt im Kongo gespielt habe, eben diesen revolutionären, diesen modernen Krieg, der ja alles erfasst, der ja nicht nur auf die uniformierte Streitkraft beschränkt ist, sondern eben auf die gesamte Nation oder auf die freie Welt oder die kommunistische Welt, je nachdem. Mhm. Herr Major, wenn wir einmal miteinander vergleichen wollten, die Ereignisse von 1941 im Juni und die Ereignisse im Kongo 1964-65. Meinen Sie, dass Sie Ihren Idealen in dieser Zeitspanne treu geblieben sind? Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden kriegerischen Verwicklungen? Ich möchte sagen, den einzigen Zusammenhang sehe ich darin, den Antibolschewismus, das ist der einzige. Mhm. Denn in dieser Zeit habe ich vor über 20 Jahren habe ich für das nationalsozialistische Großdeutsche Reich gekämpft und heute bin ich ein Krieger für den Freien Westen. Da liegt doch ein gewisser Unterschied drin. Unterschied? Ja, zweifellos doch, denn das einzig Gemeinsame ist nur der Antibolschewismus. Aber es gibt eben diese Verbindung. Ja, die Verbindung ist der Antibolschewismus als einziges. Mhm. Mit welchem Dienstgrad haben Sie den Zweiten Weltkrieg beendet? Also ich bin an Hitlers Geburtstag nochmal Oberleutnant geworden, 20.04.45. 20. April 1945, ja. Haben Sie auch in den vormilitärischen Einheiten, also im Jungvolk oder in der HJ, auch Dienstgrade gehabt? Ja, ich war Fähnlandführer im deutschen Jungvolk. Es ist eine harmlose Organisation gewesen. 1945 war der Krieg aus für mich. Ich bin bis zum Schluss an der Ostfront gewesen und hatte das Glück, dass er als einer der Letzten verwundet mit einem Boot aus Ostpreußen transportiert wurde und kam gerade zurecht, als in der Gegend von Frankfurt die Amerikaner eintrafen. So habe ich also ein unheimliches Glück gehabt. Gut, wenden wir uns der Etappe der Nachkriegszeit zu. Ja. Sie haben bereits angedeutet, dass Sie in amerikanische Gefangenschaft geraten sind. Ja, obwohl Sie, wenn ich so sagen darf, vielleicht doch etwas Mühe hatten, aus dem damaligen Ostpreußen herauszukommen. Ja, ich hatte Glück gehabt. Eigentlich war ich für Wochen besinnungslos. Ich hatte einen Steckschuss in der Wirbelsäule. Ich war querschnittsgelähmt. Trotzdem hatte ich das Glück, dass ich eben nach dem Westen kam oder gerade deswegen. Und später hat sich mein Zustand wieder gebessert, sodass ich KV für den Kongo war. Ne? Dem ging aber noch einiges voraus. Ich meine auch der Zeit nach der unmittelbaren Gefangenschaft. Ja, ich habe bei der sogenannten Industriepolizei bei den Amerikanern Dienst gemacht. Das war so eine mehr oder minder zivile Organisation. Und dort war ich 2 Jahre. Gab es da auch Dienstgrade? Ja. Ich war Chief Watchman, das ist Hauptwachmeister oder sowas ähnliches. Mhm. Das war zur Zeit der Luftbrücke. Und als die Korea-Aktion begann, haben die Amerikaner ihre Streitkräfte ja etwas reduziert. Und bauten dann auch deutsche Einheiten auf, die etwa eine Art von Unterstützung für amerikanische Streitkräfte boten. Sie waren militärisch organisiert und sie wurden auch im NATO-Plan verarbeitet. Wir unterstanden im Hauptquartier in Paris. Mhm. Und ich habe in diesen Einheiten als Ausbildungsoffizier hauptsächlich
Dienst gemacht. Also jetzt schon als Offizier, ja? Ja, ja. Dort war ich Oberleutnant. Ich habe 5 Monate einen Offizierslehrgang mitgemacht, den ich komischerweise mit Superior abgeschlossen habe, was ich sonst gewöhnlich nicht tue. Haben Sie noch andere Personen in Erinnerung aus dieser Zeit? Ja, mein Kommandeur damals, der erste Chef, war ein Captain Götz, der heute bei der Bundeswehr ist. Ich glaube, er ist Oberst. Er war lange in Sizilien, hat dort eine NATO-Base der Luftwaffe geleitet. Gibt es noch andere Erinnerungen an diese Zeit? Ich möchte sagen, sie hat mich am meisten befruchtet, weil ich Gelegenheit hatte, mit vielen NATO-Kameraden zusammenzukommen und weil ich gerade im Stab der 12. Luftwaffe ein unheimliches Material aufgreifen konnte, was mich belehrt über moderne Kriegsführung, über Sicherung gegen Agenten. Aber Sie haben damals in dieser Zeit des Aufbaus der Streitkräfte in der Bundeswehr, in der Bundesrepublik auch, ich möchte einmal sagen, Ihre theoretischen Kenntnisse bereits auszuarbeiten versucht, ja, oder darzustellen versucht. Richtig, ich habe Ausarbeitung für das damalige Amt Blank gemacht, über Panzerabwehrwaffen unter anderem. Ich habe in der Gesellschaft für Wehrkunde mitgearbeitet. Wir haben Aufgaben ausgeführt oder erledigt, die sich mit der Planung der neuen Streitkräfte in Zusammenhang brachten. Das waren Schockwirkungen im ersten Einsatz beispielsweise oder die Gliederung einer neuen Division. Das hat mich äußerst interessiert und ich habe da auch in diesen Kreisen mitgearbeitet. Ich war außerdem in der Gesellschaft für freiheitliche Militärpolitik. Ist diese Gesellschaft an Sie herangetreten in Ihrem damaligen Wohnsitz oder wie Nein, hat sich das abgespielt? Ich habe zufällig davon gehört, dass in München eine solche Organisation gegründet wurde. Und ich habe mich mit General Hildebrand, den ich in Frankfurt kannte, in Verbindung gesetzt und wir haben dann mit verschiedenen anderen Herren, General Kissel zum Beispiel, der bekannt ist als Schriftsteller für Literatur des Zweiten Weltkriegs und verschiedene andere Herren, wir haben einen Kreis gebildet, die Gesellschaft für Wehrkunde in Frankfurt. Das war der Gründerkreis, kann man sagen. War, ja, etwa. Und von da an datieren auch Ihre theoretischen Arbeiten? Ja, richtig. Vorher habe ich mich dafür nicht interessiert. Major Müller, sind Ihre theoretischen Arbeiten in irgendeiner Weise honoriert worden? Haben Sie vielleicht eine Laudation, eine Anerkennung, ein Dankschreiben? Ach Gott, ich habe von diesen und jenen ein paar Schreiben gekriegt, vom Verteidigungsministerium. Und Herr Major, ich möchte die ganz präzise Frage stellen, wie sich die ersten Kontakte abgespielt haben, die Sie in der Folgezeit in die kongolesische Armee geführt haben. Also der erste Kontakt, der war schon in Deutschland. Und zwar hatte ich mich von Langen bei Frankfurt aus an Jombe gewandt und die Information war, aus Europa nichts. Gehen Sie nach Südafrika. Und dann habe ich die Chance ausgenutzt, die mir andererseits mein Bekannter gegeben hat. Und ich bin nach Südafrika gegangen, aber als ich da ankam, war für nie. Jombe hatte aufgehört zu spielen und er ist nach Madrid in Exil gegangen. Ich verstehe, Ihre militärischen Pläne ließen sich also vor der Hand nicht realisieren. Es gab so etwas wie eine zivile Akklimatisierungsperiode. Ich habe als Assistant Manager für beim Hotel, Restaurant, wo nach deutscher Art gegessen, getrunken wird, gearbeitet. Ich hatte besonders die Bar unter mir. Das liegt mir, ich liebe gute Getränke. Was würde Ihr Vater dazu gesagt haben, wenn er seinen Sohn in dieser Position noch hätte erleben können? Wir sind eine alte Offiziersfamilie, aber ich glaube, dass der moderne Soldat oder der moderne Mensch heutzutage von diesen alten Begriffen etwas abweichen muss. Ich kenne keine Hemmnisse. Denken Sie beispielsweise an den Prinz Louis Ferdinand von Preußen, der ja doch bei Ford gearbeitet hat und dem das nicht so ausmachte. Diese Zeiten sind vorbei. Ja, man muss sich den neuen Gegebenheiten anzupassen verstehen. Herr Müller, vielleicht können Sie mal etwas Lokalkolorit vom Land Ihrer Wahl zum Besten geben. In Südafrika ständig Sonnenschein, blauer Himmel. Also ich kann jedem nur sagen, Südafrika ist ein wunderbares
Land für Einwanderer. Ich sehe jetzt gedanklich das Bild einer farbigen Glanzpostkarte vor mir. Wirklich, wirklich. Die Farben, ich weiß nicht, ob Sie mal Gelegenheit hatten, in meinen vielen Fotoalben zu sehen, die Farben von Südafrika, das ist Kitsch, wenn Sie es richtig nehmen. Kann man gar nicht so gut erfinden. Nein. Kann man gar nicht so gut erfinden. Wie war zum Beispiel das Verhältnis der weißen Bewohner zu den eingeborenen Schwarzen? Und diese Gruppen sind also ganz streng auseinandergeteilt. Man könnte fast sagen, so wie im Dritten Reich in Deutschland die Juden und die Deutschen. Ungefähr. Die Schwarzen versehen alle untergeordnete Positionen. Es gibt in der weißen Gesellschaft keinen Schwarzen. Das heißt also, in der Administration des Staates, in der Verwaltung der Betriebe, nirgends erscheinen Schwarze in führenden Positionen. Also sagen wir mal, ein Bantu, das ist ein Neger, darf nicht eine Position in einem staatseigenen Betrieb einnehmen. Selbst wenn er den Doktorgrad hat, er ist nicht dazu befähigt oder in der Lage. Berechtigt vielmehr. Man gibt ihm nicht die Möglichkeit. Wir Weißen haben in Südafrika einen unglaublichen Lebensstandard. Was man hier in Deutschland beispielsweise als Haus für 200.000 Mark bekommt, erhält man dort für 30.000 oder 40.000 Mark. Eine Frage nur, Südafrika ist ja genau genommen auch Ihre erste Station des militärischen Weges durch Afrika geworden. Eines Tages erschien jemand im Restaurant, in dem ich arbeitete, und sagte, sind Sie der Herr Müller? Ja, der bin ich. Ich habe von Ihnen den Brief bekommen, ich habe aber nicht antworten können, weil, Sie wissen, die ganze Sache läuft sehr delikat. Und ich bin jetzt persönlich da. Die UNO wird Ende Juni im Jahre 1964 im Kongo aufhören zu arbeiten. Und dann wird Premier oder Präsident damals noch, Tshombe, nach Katanga zurückkehren. Sind Sie bereit mitzumachen? Selbstverständlich war ich bereit. Sie waren bereit. Ja. Herr Major, eines erscheint doch außerordentlich interessant an dieser ganzen Darstellung. Sie hatten zuvor sehr eindrucksvoll die strenge Separierung von Weiß und Schwarz in der Südafrikanischen Union dargestellt. Mhm. Wie kommt es, dass Moise Tshombe, seines Zeichens oder seiner Hautfarbe doch selbst ein Schwarzer? Ein Rabenschwarzer. Ein Rabenschwarzer, ja. Nun, seine Finger, wenn ich so sagen darf, in Richtung der Südafrikanischen Union ausstreckte, um dort Bundesgenossen zu werben. Ja, das liegt daran, dass er bereits zu seiner Katanga-Zeit Freiwillige aus Südafrika im Dienste hatte, unter anderem den späteren Lieutenant Colonel Purén. Außerdem hat sein Vater geschäftliche Anbahnung mit Südafrika gehabt und er stand also gar nicht so negativ Südafrika gegenüber. Und daraus glaube ich, die Schlüsse ziehen zu können, dass er mit Südafrika nicht gerade im feindlichen Stadium sich befand. Also die Hautfarbe spielt eine sekundäre Rolle in diesem Falle. Bei Tshombe auf jeden Fall. Das Geschäftsinteresse eine primäre Rolle. Tshombe als Deutschlandreisender. Geschäftliche Erörterungen im Rhein-Ruhr-Club in Düsseldorf. Gedankenaustausch mit dem Präsidenten der Westdeutschen Bundesrepublik, Dr. H.C. Heinrich Lübcke. Wir wollen jetzt mal viele Zwischenetappen ausklammern und einfach zu jenem Punkt vorschreiten, in dem Sie bereits im Kongo gewesen sind und Chefkommandeur des Kommandos 52 wurden. Das Kommando 52 setzte sich folgendermaßen zusammen. Ich war gerade in Kamina und kam von meiner ersten Operation zurück. Da hatten wir etwa 500 junge Leute aus Südafrika bei uns. Da war eine Gruppe, wie das in Südafrika üblich ist, von Nationalisten. Die Gruppe der Deutschen hatte sich zusammengeschlossen. Da war der Adjutant von Blotnitz zuständig für die. Und dann hatte sich eine Gruppe internationaler Fallschirmjäger gebildet. Dann die anderen Kommandos. Alle noch nicht organisiert. Das Ganze ging zu überstürzt vor sich. Und ich muss sagen, eines
Tages, ich glaube, es war der zweite oder dritte Tag, als ich nach der Operation Albert Wild zurückkehrte, kamen die jungen Leute zu mir und sagten, Müller, wenn es nächste Mal losgeht, wir gehen noch mit Ihnen, nicht? Und das war natürlich für mich ein Problem. Hatten Sie sich besonders empfohlen durch die Operation Albert Will? Ja, ich habe einen guten Namen deswegen bekommen und deswegen drängte sich alles, mit mir zusammen in eine neue Operation zu gehen. Mit der Operation Albert Will hat Müller seinen Ruf begründet. Er hat sich durch besonders energisches Durchgreifen bestens empfohlen für weitere Operationen. Sein Ruf breitet sich aus. Fortan wird man vom Kongo-Müller sprechen. Dann kam Anfang September 1964 kam der Befehl vom General Mobutu. Chef der Streitkräfte, nicht? Das war der Chef der Streitkräfte. Er war auch mal eine Zeit lang Chef der Regierung vom Kongo. Ja, er ist jetzt wieder Regierungschef. Er sagte, er brauchte unbedingt eine tatkräftige Gruppe für die Provinz Äquatorial. Und er sagte, Müller, Sie haben sich gemeldet und wenn Sie wollen, können Sie gehen. Und ich ging. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, welche Männer stehen mir zur Verfügung, welche Sie wollen. Da habe ich mir die Fallschirmjäger ausgesucht, weil ich eine besondere Vorliebe für Fallschirmjäger habe. Und Mike Hoare hat mir gesagt, nehmen Sie die Deutschen noch dazu. Selbstverständlich habe ich die Deutschen dazu genommen. Ich möchte beim Begriff des Kommandos verweilen. Sie deuteten an, dass es zur Hälfte etwa aus Deutschen bestand. Können Sie sich an einzelne Namen erinnern? Ich möchte sie hier nicht nennen, aus bestimmten Gründen. Nein, haben Sie schon genannt. Das war von Plotnitz. Von Plotnitz ist seit... Wo hatte er seine militärische Qualifikation erworben? Das ist interessant. Er war nach Südafrika ausgewandert nach dem Kriege. Und sein Vater war selbst General, Oberst war er. Oberst der deutschen Wehrmacht. Und er hatte so ein bisschen Ambitionen für die deutsche Wehrmacht. Und er kam nach Deutschland und hat sein... Pilotenlaufbahn begonnen. Sein Wehrdienst, ja. Wehrdienst, ja. Auf jeden Fall sind die Ausbildungsergebnisse der Bundeswehr zu Buche geschlagen in Südafrika, ja? Sicherlich, sicherlich. Von diesem Deutschen aus dem Kommando 52 möchte ich den Bogen schlagen zu einem anderen Namen eines Deutschen. Ist Ihnen in Südafrika, ich schalte also wieder ein bisschen zurück, Generalmajor von Mellentin begegnet? Ja, ja, der ist in Verwandtschaft in Beziehung zu... diesem deutschen Adjutanten. Von Plotnitz. Von Plotnitz. Mhm. Er war General von Mellentin, ein bekannter General, ein guter General, und er hatte einen hohen Ruf in Südafrika. Warum? Er hat gegen die 8. Armee gekämpft, gegen die 8. englische Armee in Nordafrika. Nordafrika. Mhm. Und in Südafrika wird tatsächlich dieser Krieg noch täglich in den Bars und Restaurants gefeiert, ja wirklich, das kann man sagen. Und seine Tätigkeit in Südafrika selbst von Mellentins? Von Mellentin war erst Generaldirektor der Trek Airways, die Eigentümerin dieses Betriebs hat er geheiratet, später hat er sich geschieden und war dann bei der deutschen Lufthansa als Direktor für Südafrika tätig. Sind Ihnen die, ich darf wohl sagen, militärischen regionalen Planungen des Generals von Mellentin bekannt? Ja, ich möchte hier nicht drüber sprechen. Das sind Dinge, die wohl nicht ganz an der Öffentlichkeit gehören. Generalmajor von Mellentin, im Bild dritter von links neben Hitler, fungiert in Südafrika nicht nur als Lufthansa-Direktor, sondern auch als Militärtheoretiker. In einer militärpolitischen Studie schreibt von Mellentin: Bei dem Unsicherheitsfaktor, den die neuen eingeborenen Staaten bedeuten, stellen die südafrikanischen Staaten und Gebiete die einzigen sicheren Verbündeten dar, mit denen der Westen im Ernstfall rechnen kann. Von Mellentin schlägt für die portugiesischen Gebiete Mosambik und Angola, für Rhodesien und die Union Südafrika die Bildung einer sogenannten SATO vor, einer afrikanischen Ergänzung der NATO. Von dieser Basis aus müssen ständig einsatzbereite Verbände, von Mellentin nennt sie nach Burentradition Kommandos für Operationen und Aktionen gegen rebellische eingeborenen Staaten bereitstehen.
Als im Kongo, dem Herzen Afrikas, der bewaffnete Kampf gegen den Neokolonialismus begann, wurden nach den Theorien Melentins die Kommandos zur Operation Kongo in Marsch gesetzt. Es kam nämlich folgendermaßen, der Major, der zuständig war für die Operation der Kommandos, das heißt der weißen Söldner, wie man hier sagt, oder der Freiwilligen, wie es in der normalen Sprache in Belgien und in Frankreich heißt. Ich kann auch sagen, der Landsknechte. Der hat gesagt, wir gehen nach Coconutville auf Befehl von General Mobutu und von da aus Captain Müller, ich war damals Kapitän, Captain, leiten Sie die Operation, das war alles. Eigentlich hat mir niemand einen Befehl gegeben, was ich tun soll. Ich bin angekommen und da hieß es... Also sozusagen Ihr eigener Feldmarschall. Ich war mein eigener Feldmarschall, tatsächlich. Man kann natürlich drüber lächeln und heute sagen, ach, der Müller übertreibt oder sowas. Nachdem ich ein paar Tage in Gende war, habe ich die Befugnis verlangt vom Hauptquartier aus Leopoldville, von General Mobutu, ob ich weiterziehen darf, ob ich Boende nehmen darf. Und dann kam am 16. September 1964 die Erlaubnis, Müller, wenn Sie glauben, die Situation ist okay, marschieren Sie. Das war erstmal aus dem Grunde notwendig, um den Schwarzen zu zeigen, dass Weiße da sind. Denn Weiße haben in Afrika auch heute noch einen fantastischen Ruf. Nur wenn man angreift, hat man eine Position von Zukunft, von Futur. Das ist irgendwie etwas, was den Menschen in der Umgebung auch zeigt, wir sind nicht nur in der Defensive, wir sind nicht nur ängstlich und wir sind nicht nur hier, um etwas zu zeigen, sondern wir wollen vorwärts, wir wollen etwas zeigen. Dann habe ich mich entschlossen, zur nächsten Plantage bzw. zur nächsten Mission zu fahren. Das war etwa 50 Kilometer entfernt, Flandria war der Name. Und dort habe ich festgestellt, dass zwar Rebellen ringsherum in der Gegend sind, sogenannte Jeunesse, eine revolutionäre Jugend, eine Jugend, die Befreiung des Vaterlandes ungefähr in der Idee hat, aber sozialistisch. Sehr sozialistisch. Kommunistisch. Kommunistisch, könnte man sagen. Ich bin dort angekommen und fand die Priester in guter Stimmung. Auf diese Missionsstation, ja. Ja. Sie waren nicht belästigt worden. Sie sagten, es sind zwar Mulilisten, also die Rebellen, in der Gegend. Jeunesse ist auch in der Gegend. Aber die Lage ist nicht gefährlich für uns. Herr Major, der energische Eifer, mit dem Sie Ihre Thesen vorzutragen verstehen, bestärkt mich eigentlich in der Auffassung, dass Sie kein Mittel unversucht lassen würden, diese Gedanken an die Öffentlichkeit zu bringen. Richtig, das war. Ich habe ein Buch geschrieben und ich habe jetzt die Idee, das zu verfilmen. Dieses Buch? Richtig. Bei welcher Gesellschaft? Bei der Columbia Film Corporation. In Hollywood? In Hollywood. Gibt es da schon irgendwelche Vorfühlungen, ja? Ja, ich habe eine Verbindung und alles dauert viel zu langsam. Nicht? Ja, es geht viel zu ruhig vor sich. Ich will Leben drin. Und in diesem Geschäftsbereich geht es allzu langsam vor sich. Das soll ein Spielfilm werden, ja? Ich will genau das zeigen, was ich gemacht habe. Genau das. Mir liegt nichts dran, ob ich als Kriegsheld erscheine oder irgendwas, sondern ich will genau zeigen,
So, das ist der Kongo, das ist der Kongo 1964, 65. Das will ich zeigen. Ich habe den Eindruck, dass das ein harter Film werden müsste. Ich bin sicher, das ist ein harter Film. Es gab in Ihrer Nachbarschaft einen Leutnant Macy. Ja. Er ist dafür bekannt geworden, ein Spezialist für das Herstellen von Schädeln zu sein. Eieieiei, die Geschichte kenne ich. Da darf ich Ihnen eins sagen, der Leutnant Macy ist ein ausgezeichneter Offizier. Diese Bilder, die bekannt sind, das ist eine Ironie. Ich kann mich erinnern, dass vor unseren Stellungen Hunderte von rebellischen Kongonesen abgeschossen wurden. Es ging nicht ganz friedlich zu. Ich glaube nicht, dass jemand daran zweifelt. Jedenfalls in dieser Zeit ist das passiert. Und Masi hat Totenköpfe, die abgefressen waren von Insekten, ja, von Würmern und sonst weiter, hat er abgewaschen, nicht ausgekocht. Das ist eine schöne Legende. Geschichte, gut für die Presse. Und dabei ist er fotografiert worden. Und zwar, diese Fotos wurden gemacht, nicht weil er interessiert war an den Totenköpfen, denn er hatte schon einen, sondern die Presseleute wollten welche als Souvenir mitnehmen. Er hat sie nicht ausgekocht, sondern er hat sie in Wasser getaucht mit Seife und hat sie sauber gemacht, das alles. Und als sie zurückkam, kam sie mit Totenköpfen auf Spießen und lachten und haben sie amüsiert. Captain Miller, hier haben wir einen für Sie, heben Sie sich den auf. Und dann hat mir einen Totenkopf gereicht, ich habe ihn auf den Blumenständer gestellt. Da stand er. Nein, mein Lieber, das ist nicht für den Blumenständer. Und dann hat er mich schön in meine feuerrote Decke eingepackt in meine Kiste gelegt. Ich habe ihn nicht mitgenommen, ist ganz klar. Warum? Ich glaube, der deutsche Zoll hätte sich wahrscheinlich gewundert, wenn da einer mit dem Totenkopf ankommt. Herr Major, wir sitzen uns ja nun hier als Europäer im winterlich unterkühlten Europa gegenüber. Ja, uns fällt die Vorstellung schwer, dass ein Mensch, der vor Ihren Linien lag, innerhalb weniger Stunden oder Tage als Mensch aufhörte zu existieren. Wie sah das nun aus? In 3 bis 4 Tagen war ein Mensch kein Mensch mehr, nur noch ein Stückchen Knochen mit einer Uniform oder irgendwelchen Klamotten bedeckt. Wir hörten jede Nacht die Schakale, aber ich möchte sagen, das ist weniger der Arbeit dieser Viecher gewesen als eben der Würmer. Ich habe verschiedene Fotos, wo man eindeutig die Spuren der Tiere erkennt, die auf und ab marschieren und einen Kadaver auffressen. Leider Gottes. Ich meine, wir sind Menschen und ich bedauere es, dass selbst Rebellen dieses Malheur passiert. Ich beurteile Menschen, ob sie gegen mich oder für mich sind, immer das gleich. Sie sind Menschen. Ja. Sie haben nur eine andere Ideologie. Ich knüpfe mal an das Wort Malheur an. Ja. Es gab in Ihrer Nachbarschaft auch den Leutnant Lou. Ja. Aus Südafrika. Richtig. Und Leutnant Lou hatte Kontakt zu Filmleuten aus Italien gewonnen. Ja. Jacopetti ist erschienen und hat dort einen Dokumentarfilm, oder richtig, wie ihr es nennen ja, wollt. Das ist auch ein Malheur. Auch ein Malheur? Ja. Gualtiere Jacopetti, wegen Sexualvergehen an Minderjährigen 2-mal eingesperrt, bevor er in den Kongo ging, ließ seine Ariflex synchron zu den Maschinenpistolen rattern. 3 Negerjungen, die singend den Weg des Stoßtrupps kreuzten, wurden wie in einer Studioinszenierung erschossen. Den Todeskampf eines Freiheitskämpfers, dem auf Bestellung in Gesicht und Leib geschossen wurde, filmte Jacopetti aus 20 Zentimeter Entfernung. Wir hörten, dass in einer Plantage oder in der Umgehung von einer Plantage, Bandaka war der Name, Rebellen tätig sind.
Und ich habe Leutnant Lou den Auftrag gegeben, klären Sie auf, was da los ist, erkunden Sie, machen Sie die notwendigen Schritte. Lou switchte ab mit seinem Verein und als er zurückkam, sagte er, ja, wir haben ein oder zwei Mann getötet und ein paar Häuser verbrannt. Was war nun mit Jacopetti, mit Italiener? Jacopetti kam gerade an, als der... Lou auszog. Lou auszog. Jacopetti, ich erhielt eine Information des Verteidigungsministeriums, also von General Mobutu, dass es berechtigt ist, Fotoaufnahmen zu machen und dass er berechtigt ist, bei der Einnahme von Buende zu operieren. Ich weiß, Jacopetti arbeitet als ein guter Regisseur. Vielleicht hat er gesagt, hören Sie mal, hier ist ein Mann zu erschießen, stellen Sie mal ein bisschen links, damit die Sonne ein bisschen besser scheint. Also. Aber ich kann nicht sagen, was damals passiert ist. Das hat mir weder Lou noch irgendein anderer erzählt. Ich weiß lediglich, dass damals Aufnahmen gemacht wurden von Leuten, die erschossen wurden. Darüber ist ausführlich berichtet worden von der Presse. Leider, leider. Herr Major, wir haben im Verlauf unseres Gespräches schon ein paar Namen von Deutschen genannt. Mhm. Das waren doch großenteils junge Leute. Also ja. Nicht wie Sie, Jahrgang 1920, sondern wesentlich später. Ich bin ein Veteran. Sie sind ein Veteran, ja. Nein. Sie haben auch so etwas wie, ich möchte einmal sagen, wenn ich an Ihre Schilderung des Juni 1941 denke, so etwas wie eine antibolschewistische Tradition bereits. Richtig. Ja. Aber diese jungen Leute doch nicht. Ja. Was hat die nach dem Kongo geführt? Als wir in Johannesburg waren, wurde gesagt, wir machen eine Jägerjagd, eine Jagd auf Neger oder so etwas. Wir machen eine tolle Sache. Keine Gefahr, alles okay, es ist nur gegen die Rebellen. Herr Major, war denn nun alles okay? Denken wir doch mal an einen der jungen Deutschen, die Sie in Ihrem Kommando hatten. Ich meine den Fritz Kötteritsch. Fritz Kötteritsch Können Sie uns sein Schicksal in aller Kürze? Ist gefallen, als ich versuchte, Buende zu nehmen. Mhm. Ich weiß nur, er war militärisch. Hat er eine Erfahrung? Ich darf vielleicht an dieser Stelle einfügen, dass Fritz Kötteritsch eine 3-jährige Ausbildung bei der Bundeswehr hinter sich gebracht hatte. Merci. Wie war sein Ende? Ein Brustschuss, ein Herzschuss. Er kann danach nicht eine Sekunde mehr gelebt haben. Nein, eigentlich. Er war sofort weg. Gab's gar keinen Zweifel. Das war also das Ende von Fritz Kötteritsch. Aber es gibt noch andere Namen. Köhlert. Nestler? Ja. Welcher stand Ihnen am nächsten von diesen? Ich möchte ehrlich sagen, Köhlert war das, was er als Kamerad bezeichnen könnte. Kopfschuss, tot. Immediately. Sofort. Herr Major, was ging in Ihrem Kopf vor, sofern Sie einen Deutschen zur letzten Ruhe begleitet haben? Ja, ich habe, um es ehrlich zu sagen, ich habe um jeden Soldat getrauert. Ob er deutsch ist oder ein anderer. Ich habe jeden als Mensch genommen, wie ich ihn vorher kannte. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat der frühere Bundeswehr-Unteroffizier Köhlert genauso bedauert wie irgendein anderer Soldat. Daraufhin habe ich die Priester und die Nonnen, die dort in der Mission waren, nicht weggeführt, sondern habe gesagt, gut, bleibt hier, wenn ihr glaubt, dass ihr sicher seid. Ich bin anschließend am nächsten Tage, nachdem General Mobutu dort erschien, habe ich mich verabschiedet, habe gesagt, Mon General, adieu, ich marschiere. Und da bin ich marschiert und habe 200 Kilometer nach Ingende zurückgelegt. Und in Gende, das war für mich der Ausgangspunkt. In Gende, das war der Startpunkt für die Operation Chuapa, für die Operation der Befreiung der Provinz Äquatorial. Das ist eine Provinz, die ist fast so groß wie die Bundesrepublik. Die habe ich mit meinen 40 Mann und vielleicht
weiteren 150 Mann Schwarzen erledigt. Die habe ich geschafft. 10 Wochen. Na gut, über diese 10 Wochen, über dieses Erledigen, über dieses Schaffen werden wir uns sogleich weiter unterhalten. Richtig. Aber bevor ich auf diese Worte zurückkomme, hätte ich Ihnen gerne eine Frage gestellt, die etwas indiskreter Natur ist. Sie wissen, dass Reporter die Eigenschaft haben, auch solche Fragen zu stellen. Ich kenne das. Wie ist Ihr Verhältnis zum Alkohol? Wie hat er sich entwickelt in den Jahren Ihres Lebens? Um es ehrlich zu sagen, ich habe jahrelang überhaupt nicht getrunken. Ich habe jahrelang überhaupt nicht geraucht. Angefangen zu trinken habe ich wieder im Kongo. Es ergab sich einfach daraus, dass nichts anderes da war. Ich möchte kein Moorwasser trinken. Hm. Das ist normal. Verstehe, ja. Auf der Strecke hin sind uns vielleicht eine Kolonne von 30, 40 jungen Kerls, vielleicht 15, 17 Jahren, so ungefähr, sind uns begegnet. Und als sie uns sahen auf der Straße mit 3 Jeeps, rechts und links in die Büsche und verschwunden. Mit fallendem Bogen waren sie. Und Sie sind nicht nachgesetzt, oder? Ich habe nicht nachgesetzt. Warum? Wenn ich den Worten dieser Schilderung folgen darf, dann könnte ich mir vorstellen, dass während solcher Aktionen überhaupt kein Tropfen Blut geflossen ist. Nein. Um es ehrlich zu sagen, es ist nicht nötig. Sehen Sie, es ist genau dasselbe, als ob in Bayern sich eine Gruppe sammelt und sagt, wir wollen Bund nicht mehr gehorchen. Und Bonn sagt, das können wir nicht dulden, wir müssen Bayern wieder zum Reich, Entschuldigung, zur Bundesrepublik, mit der Bundesrepublik koordinieren. Gut. Denn Bundesrecht bricht Landesrecht, heißt die richtig, Verfassung. Richtig, richtig. Dann würde ich nach Bayern nicht ziehen, um Bayern auszurotten, sondern weil ja die Idee ist, Bayern wieder mit dem Bund zu vereinigen, als Freund hinzuziehen. Ich würde also versuchen, in ein Dorf einzuziehen und zu sagen, Freunde, ich bin jetzt hier, um den Bund zu vertreten. Möglicherweise seid ihr anderer Idee, aber der Bund ist ja schließlich das Maßgebende, ihr seid der Deutsche und wir wollen ja alle Deutsche unter einen Hut bringen. Also werden wir zusammenarbeiten. Und ich bin überzeugt, wenn ich so operieren würde, würde ich die Bayern wieder zum Bund bringen. Aha. Oder zu Bonn. Ich bin dagegen, dass man Blut vergießt. Das habe ich im Kongo bewiesen. Und ich bin der Meinung, dass das die richtige Richtung ist. Ich werde niemals Leute töten, weil sie in irgendeinem Moment anderer Ansicht sind, politisch und vielleicht aus irgendwelchen Gründen gegen Bonn sind, aber töten! Als Müller während seiner Operationen im Kongo ein Mikrofon vorgehalten wurde, hielt das Tonband andere Berichte fest. Die Bänder sind in unserem Besitz. Hören Sie. Ich glaube 17, die wir also bei diesem Angriff getötet hatten. Wir eröffneten sofort das Feuer und innerhalb von wenigen Minuten waren, ich weiß nicht mehr genau, 28 tot, glaube ich. Lieutenant Lou nahm den Jeep und seine 3 Schützen und ließ den Gegner herankommen. Innerhalb von kürzester Frist lagen etwa 40 Tote dort. Dann sah irgendjemand plötzlich in der Entfernung ein Afrikaner und wurde dann auch erschossen. Aha, Plantagenarbeit, habe ich gedacht. Ja. Und sie kommen jetzt zur Arbeit, alles in Ordnung. Aber als der Wagen um die Ecke fuhr, hat ein Posten den gesehen. Der hat jetzt gedacht, da hauen Schwarze ab. Ja. Partisanen, Rebellen. Der rief und wie Schwarze sind, die haben einen Schreck gekriegt und sind weggelaufen. Ja. Und der Posten hinterher geschossen. Bang, 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 bang. Wir haben dann den Posten aufmerksam gemacht, dass es Unsinn ist, in solchem Fall zu schießen. Aber wer weiß da schon hier in diesem Lande ganz genau, wann man schießen darf und wann man nicht schießen darf. Und im Grunde genommen kann man den Posten nicht böse sein. In dem Falle hat es nicht ganz geklappt. Wenn wir hier tatsächlich mal Gefangene nehmen, in meinem Verband, ihr wird nur erschossen.
ich habe immer gesagt, wir verstehen die Verhältnisse im Kongo nicht haargenau. Erst in dem Moment, wo wir ganz genau wissen, dieser oder jener hat einen Gesetzesbruch durchgeführt, indem er jemanden ermordet hat oder indem er jemanden bedroht hat. In dem Moment erst greife ich ein. Wir haben den auf etwa 300 Meter ganz klar umgelegt. Nie weiß man ganz genau, ob es ein Gegner ist, nie weiß man, ob es nur ein Flüchtling ist oder ob es nur einer von denen war, die ihr Gepäck da gelassen hatten. Und der wollte jetzt nach seiner Zahnbürste gucken oder irgendetwas, nicht? Das war unklar. Auf jeden Fall, wir haben den ganz klar umgelegt. Sehen Sie, ich bin gegen das Abschießen von Negern. Weil ich das Gefühl habe, wir haben nicht nur eine Verantwortung für die weißen Menschen in Europa, sondern wir haben genauso eine Verantwortung für die Schwarzen in Afrika. Wir kämpfen in Afrika für Europa. Ja, misshandelt, also das ist hier, findet hier, ja, das ist normal, ja, ne? Normal. Man vernimmt jemanden und wenn man vernimmt, muss er Hebel kriegen, sonst erzählt er nicht richtig. Und dann, wenn er erzählt hat, dann wird er ja, da er ein Rebell ist und ein Rebell außerhalb des Rechts steht, wird er getötet. Ich habe, als ich im Kongo war, den belgischen Offizieren gesagt, hören Sie mal, unsere Operation im Kongo, das ist eine NATO-Operation. Man macht normalerweise keine Gefangenen und wenn es doch vorkommt, dann wird also stückchenweise abgeschnitten. Ja. Erst das rechte Bein, dann das linke Bein. Zum Spaß habe ich das natürlich gesehen, also ich nehme an, dass es Spaß war, wenn Sie Ihre langen Messer gewetzt haben in der Nähe, um Ihnen schon also einen Schauer einzujagen. Sehen Sie, wir haben für den Kongo gekämpft, nicht weil wir für den Kongo kämpften oder für Tshombe. Personage spielt gar keine Rolle. Wir haben für Europa gekämpft im Kongo. Für die Idee des Westens, und zwar, um es ganz genau zu sagen, für Liberté, Fraternité und so weiter. Sie kennen diese Sprüche. Egalité. Ja. Seit und 1789 im Sprachgebrauch. Richtig. Und dafür habe ich gekämpft. Nichts anderes. Denn Afrika ist für mich nichts anderes als die Verteidigung des Westens in Afrika. Und Köhlert war für mich ein Soldat des Westens. Und Nestler war ein Soldat des Westens. Und trotzdem ist mit diesem Handwerk eben das Risiko verbunden, zu sterben. Selbstverständlich. Und wie haben Sie das hätte ich ja auch erleben können. Ja, ja. Jeder hätte es erleben können. Es war mehr oder minder Zufall. Dass Sie überlebt haben. Ja. Es gibt da Bilder, die Sie in dem Amt des Leichenredners darstellen. Was haben Sie so gesagt, wenn es galt, einen Gefallenen aus Ihrem Kommando unter die Erde zu bringen? Ich habe eine Predigt gehabt, die mir ein belgischer Missionar gegeben hat. Als ich in Kamina war. Was sagte der? Da hat er mir einen bestimmten Text gegeben und den habe ich überall angewandt. Ich bin kein Prediger. Sie werden das verstehen. Doch, das verstehe ich. Aber ich habe ein kameradschaftliches Gefühl gehabt für diesen Mann, den das Pech getroffen hat. Es hätte mich genauso treffen können. Ja. Morgen hätte man meinen Kopf durch die Stadt von Buete tragen können. So wie auch Kopf und Gebein ihren Kommando-Jeep zierten. Wenn Sie es so nehmen, ja. Major Müller, ich versuche mich jetzt in Ihre Lage hineinzuversetzen. Ich habe selbst Tropen- und Dschungelnächte kennengelernt. Respekt. Wie ging es eigentlich zu, wenn Sie nach einem Gefecht, möglicherweise nach der Situation einer militärischen Umzingelung, nach dem Abgeben vieler, vieler Schüsse, Tote vor den Linien, Gestank in der Luft, abends sich im Quartier zusammenfanden. Sie waren ja nun doch ein großer Teil oder ein wesentlicher Teil
deutsche Landsleute. Gab es da auch mal so etwas wie, ich möchte mal fragen, Stunden der Besinnung oder Stunden der Einkehr? Die Stunden der Besinnung, die habe ich reichlich genossen. Ich kann mir denken, hohen Genuss werden vor allem die Stunden in der Etappe bereitet haben, die Sie sich in Abständen in Leopoldville gegönnt haben. Oh, Leopoldville ist eine Stadt wie im Frieden. Ja. Man merkt überhaupt nichts vom Krieg. In Leopoldville geht alles friedlich vonstatten. Das Internat der jungen Töchter läuft genauso wie vor 10 Jahren. Die Bars haben dasselbe Vergnügen wie vorher. Es gibt überhaupt nichts. Sagen Sie, in Leopoldville gibt es auch eines der Goethe-Institute. Ja. Haben Sie Kontakt gehabt? Richtig. Ich habe, wenn ich in Leopoldville war, des Öfteren das Goethe-Institut besucht. Und ich habe also eine wundervolle Aufnahme gefunden. Goethe-Institute werden von der Westdeutschen Bundesrepublik in vielen Ländern unterhalten. Offizielle Selbstdarstellungen verweisen vor allem auf kulturelle Veranstaltungen und Sprachkurse im Programm des Instituts. Kongo Müller freilich sieht den Aktionsradius des Instituts umfassender. Ich möchte sagen, sicherlich ist es eine Institution der Bundesrepublik, aber ich möchte sagen, wir haben etwas, was zweifach läuft. Und nicht nur im Kongo, sondern überall in der Welt. Die offizielle Politik und die inoffizielle. Man kann es nicht ändern, aber es ist so. Und ich will daran nichts ändern, ich kann nichts daran ändern, das ist eine Tatsache. Und im Goethe-Institut wurde Ihrer Meinung nach die inoffizielle Politik betrieben, ja? Ja, ich möchte nicht sagen betrieben, sondern verstanden. Verstanden, ja. Haben Sie schöne Abende dort verlebt? Richtig. Ich habe Klavierabende dort verlebt von deutschen Künstlern und... Herr Major, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hat das Goethe-Institut so etwas wie eine verständige Begleitmusik zu Ihrer Arbeit im Kongo richtig, geliefert. Richtig. Das Goethe-Institut hat total verstanden, um was es sich im Kongo dreht. In den Stunden der Besinnung arbeitet Müller auch gerne an der Ausgestaltung seiner Erinnerungsalben. Wir zeigen eine Seite aus dem Band Kongo-Rebellion 2. Der Ausweis des kongolesischen Maurers Emmanuel Uzonge mit einem Bildnis von Lumumba. Das ist Blut, sagte Müller erklärend. Fotoschnappschuss des toten Emmanuel Uzonge. Müller zeichnet schrecklich gerne. So hat er in einer Stunde der Besinnung auch diese Erinnerungsseite mit schwarzen Strichmännlein verziert. Herr Major, ja. Sie tragen an Ihrer linken Brustseite das Eiserne Kreuz erster Klasse. Noch immer. Noch immer. Wann haben Sie es bekommen? 1945. Darf ich Sie fragen, ob Sie wissen, wann der Orden, den Sie an Ihrer linken Brustseite tragen, gestiftet worden ist? Ja, 1813 in Breslau, in meiner schlesischen Hauptstadt. Ja, in welchem Zusammenhang eigentlich? Der Befreiungskrieg. Ich bin für die Befreiung aller Menschen, ob es die Preußen sind oder die Kongolesen. Ihr eisernes Kreuz trägt in der Mitte das Hakenkreuz. Nehmen Sie davon bitte keine Kenntnis? Sondern dieses eiserne Kreuz ist ein Kreuz aus dem Zweiten Weltkrieg und es hat nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun. Ich bin zwar ein Deutscher, aber betrachten Sie das bitte nicht als politisches Dekorum oder so irgendwie, sondern das ist lediglich ein Ausdruck der Zeit, in der ich als Soldat in Deutschland tätig war. Ich verstehe, ja. Nun gibt es ein Bild in Ihren persönlichen Fotoalben. Ja. Da sind Sie zu sehen auf dem Flugplatz von Leopoldville. Ja. Und neben Ihnen steht ein Oberstleutnant. Nehmen Sie das bitte nicht als... US-Streitkräfte. Hat dieser amerikanische Oberstleutnant keinen Anstoß genommen? Kein Mensch hat Denn er war Anstoß doch genommen. Eigentlich, Major Müller, Ihr Kriegsgegner, genau genommen. Oh, das ist 20 Jahre zurück, das ist Historie.
Damit möchte ich überhaupt nichts zu tun haben, sondern ich sage, sicherlich habe ich das EK1 verdient als ein Offizier oder als ein Soldat der deutschen Wehrmacht, aber das hat nichts damit zu tun, was zurzeit in Afrika stattfindet, denn ich kämpfe in Afrika nicht für Hitler, der ist schon lange tot. Für mich ist interessant lediglich, dass ich für den Westen arbeite, für unsere freiheitliche Demokratie. Und Sie meinen, dass diese Umgruppierung der Kräfte, die nach dem Zweiten Weltkrieg zweifellos stattgefunden hat, einen amerikanischen Oberstleutnant darüber hinwegsehen lässt? Selbstverständlich. Aber dafür bin ich völlig überzeugt. Ich habe mit vielen amerikanischen Offizieren, Generalen oder sonst was zu tun gehabt. Und ich kann Ihnen eins sagen, ein Amerikaner, der nimmt das überhaupt nicht ernst. Das ist für ihn ein Spiel der Zeit. Das ist überhaupt nicht interessant. Ich bin ein Verteidiger des Westens, der christlichen oder der westlichen Hemisphäre. Ja. Und damit hört alles andere auf, alle Ideologien oder sonst was, was es gibt. Ja. Völlig uninteressant. Ich habe verstanden. Herr Major, Sie haben im Verlauf unseres Gespräches, ich darf wohl sagen, sehr launig diesen Vergleich der Befriedung mit Bayern gebracht. Richtig. Ja. Ist es nur ein Beispiel? Ich verstehe, ja. Nee? Nun gibt es ja also außerhalb des bayerischen Staates, der für seine gewissen partikularistischen Tendenzen bekannt ist. Ja, Strauß, von dem ich auch einen Brief besitze. Aber das spielt ja keine Rolle in diesem Zusammenhang. Naja, ich wollte auf etwas anderes hinaus. Sie hatten im gleichen Zusammenhang mal davon gesprochen, dass Sie alle Deutschen unter einen Hut bringen wollten. Richtig. Ja. Richtig. Nun gibt es ja also auch außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik auch noch Deutsche? Ja, leider. Aber ich könnte mir einen Fall vorstellen, wo Sie möglicherweise Ihre Erfahrungen des verdeckten Kampfes vielleicht zur Verfügung stellen müssten, für die Befreiung eben dieses deutschen Bevölkerungsteils. Könnten Sie sich eine Situation dieser Art auch vorstellen? Ja, leider. Leider. Das liegt nicht nur in der Ostzone. Das liegt in Vietnam genauso. Es sind in unserem Gespräch Namen gefallen wie Albert Will und ja, so weiter, Stanley Will und so weiter. Ja. Könnten Sie sich vorstellen, dass in Ihrer Tätigkeit, Sie bezeichnen doch Ihre Arbeit als Tätigkeit, auch Namen wie Magdeburg oder Leipzig oder natürlich Dresden und so weiter eine Rolle spielen könnten? Richtig. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie gegebenenfalls einem Ruf folgen würden, um Ihre Erfahrungen, die Sie im Kongo gesammelt haben, auch eines Tages in Deutschland zur Verfügung zu stellen? Jedem Land, das dem Westen zugewandt ist. Nicht nur Südafrika, nicht nur dem Kongo, jedem Land. Aber könnten Sie sich auch denken, dass Sie möglicherweise auf Gegner treffen würden, die nicht nur mit Pfeil und Bogen ausgerüstet allerdings sind? Allerdings. Sehen Sie, ich beschäftige mich sehr mit diesem Problem in Südvietnam. Ja. Und ich habe den Eindruck, die deutsche Presse, die den schmutzigen Krieg propagiert, sie ist irgendwie auf dem Irrweg. Mhm. Dieser Krieg ist nicht schmutzig. Jeder Krieg ist schmutzig, wenn man es so nehmen will. Wir haben in Südvietnam keinen schmutzigen Krieg, sondern wir haben denselben Krieg, den wir eines Tages vielleicht in Europa erleben. Wenn wir heute nicht, oder wenn die Amerikaner nicht, Südvietnam verteidigen, warum sollten sie den Eisernen Vorhang verteidigen? Ich halte beide militärischen Auseinandersetzungen für eins. Ja, das haben wir aus dem Munde des Herrn Bundeskanzlers auch schon gehört. Ja, in Südvietnam wird die westliche Kultur verteidigt, aber wenn wir nicht stark sind, wird uns niemand am Eisernen Vorhang verteidigen. Wie auch die Bilder vergleichbar sind, die aus Südvietnam und seinerzeit aus dem Kongo. Thank you.
Es gab da bei Ihrem derzeitigen Heimaturlaub ein Kameradschaftstreffen in Frankfurt am Main. Mhm. Wem sind Sie dort begegnet? Welches waren Ihre... Ah, der Stabschef der 5. Brigade der US Forces in Amerika. Kannte der Sie? Ja, ich habe ihn besucht, als ich das... als ich seinen Stab besuchte, und zwar die Probleme der Abteilung 2, also der Feindaufklärung. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns aufgrund dessen gut verstanden. Was hat er gesagt zu Ihnen, als er Sie sah? Er war mir sehr freundlich gegenüber, und als wir uns verabschiedeten, ist er extra nochmal zu mir gekommen, um Adieu zu sagen. Ich habe Verständnis, gerade dafür, weil die Amerikaner dasselbe Problem haben wie wir. Das Problem, dass wir oder das in Deutschland gar nicht so publik ist. Das Problem nämlich, dass wir an einer Front in Vietnam, im Kongo oder sonst wo stehen. Herr Major, die Bundesregierung unterstützt das amerikanische Vorgehen in Vietnam. Machen Sie mit in einer Legion Vietnam? Ah, mit allem Vergnügen. Das ist genau das, was ich brauche.